Also gut, die Grundlagen haben wir schon mal. Wo ich jetzt drauf... Warum kommen da keine neuen Batterien rein? Weil du nicht genug Schwefelsäure hast. Warum kommt nicht genug Schwefelsäure? Weil du nicht genug Schwefel hast. Warum hast du nicht genug Schwefel? Weil die hier alles klauen. Gut, dich machen wir mal kurz aus. Plastik. Plastik haben wir ja erstmal genug. Ich nehme mal 2 Stacks mit. Damit... Ja, das Crafting ist hier schon ein bisschen ausgelastet. Aber du kannst schon mal die da vorbereiten. So, jetzt müsste auch wieder Petroleumgas hier oben ankommen. Du wieder Schwefel herstellen. Ne? Genau. Damit wir auch gleich die ersten Lasertürme schon bauen können. Batterien, Stone Gears, Electric Circuits und Steel. Stahl wollte ich ja eh gerade holen, damit ich die Tanks bauen kann. Und du bist alle, dann kannst du auch weg. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Stehen schon viel zu viele Sachen einfach nur so in der Gegend rum. Das muss nicht sein. Was ist mit der Eisenkiste hier? Die arbeitet gar nicht. Das ist nicht so gut. Kann ich das alles mitnehmen? Nein. Ich setze die mal kurz hier hin. So. Dich jetzt mitnehmen. Wo soll der Stein hin? Das soll eigentlich vor. Genau hier. Dann nehmen wir eine große Kiste. Große Kiste? Große Kiste. So. Da hin und es liegt wieder Zeug auf dem Boden rum. Das ist okay. Mitkommen, 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 mitkommen. Komische Holzkiste abreißen. So, halbes Ärmchen und ganzes Ärmchen. Und jetzt wird das wieder verteilt. Damit wieder Zahnräder hergestellt werden, damit wieder Tränke hergestellt werden, damit die Forschung geht und so weiter und so weiter. Ja, weil hier unten waren schon wieder keine roten Tränke. Du, rote Tränke, blaue Tränke auch schon mal. Einfach das Inventar ein bisschen ausmisten. So, die Strommasten sollten wir ja auch bald upgraden. Aber ne, erstmal Stahl. So, die Anlage hier oben. Also allgemein, man hätte sie besser gestalten können, fällt mir jetzt nachträglich auf. Also man hätte das nicht mit dem Kreisverkehr machen können, sondern einfach gerade Linien die durchführen und da das dann runternehmen. Aber ich mag diesen Kreisverkehr hier. Es ist so Lavalampenartig. Und wenn man dann nachher richtig große Komplexe hat, kann man einfach nur raufstarren. Und überall bewegt sich was und es ist bunt. Es ist, ja, sehr beruhigend. Ja, und es funktioniert, das ist das Wichtigste. Außerdem haben wir dazwischen schön viel Platz für solche Lagerkisten zum Beispiel, um das zu erweitern. Also, ja, nicht super effektiv, aber gemütlich, sagen wir es mal so. Jetzt aber Stahl. Gib mir 203 Stahl, gib mir nochmal 150 Stahl, alles ist gut. So, Eisenplatten sammeln sich. Wir sollten sowohl Eisenplatten als auch Kupferplatten abzwacken. Und zwar hier vorne schon. Und die hier unten hinführen. Dass wir sowohl die Schwefelsäure als auch Schwefel und so weiter, dass die alle durchgehend Eisenplatten haben und Kupferplatten. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, wo. Also wenn ich wirklich die Schmelzöfen bis hier oben hochziehe, wie ich das ja geplant hatte hier, deswegen habe ich die Dinger schon gesetzt, könnte es ein wenig eng werden mit den Abzweigungen. Wobei es eigentlich egal ist, wo, oder? Also die Sache ist die, wir haben hier unten, hinter den Schmelzöfen, jeweils nur ein Fließband mit 2 Reihen, für Kupfer und für Eisen. Das wird später nicht reichen, ein normales, weil einfach zu viel Eisen produziert wird, weil zu viel Eisen oben verbraucht wird. Das heißt, die Gebiete hier müssen alle mit ganz, ganz ultra, super, duper schnellen Fließbändern sein. Und dann hier oben, nach der ersten Abzweigung, also hier nach, wird es aber an dem Punkt, könnte das eine Stufe niedriger sein. Also nur noch super duper Fließbänder. Dann nach der nächsten Abzweigung wieder eins niedriger. Damit wir nicht durchgehend die ganze Lebenslinie lang alles mit ganz schnellen Bändern machen müssen. Das wäre nämlich viel zu teuer. Und die Lasertürme sind fertig. Sehr schön. Dann forsch doch bitte gleich mal Laser Turret Shooting Speed. So. Alternativ können wir es direkt an den Schmelzöfen schon vierfach splitten oder so. Das macht aber nicht viel Unterschied, denke ich. Also ob wir das hier unten jetzt viermal splitten und das dann verteilen oder ob wir es hochschicken und dann hier einmal ab, da einmal ab und da einmal ab. Nimmt sich fast gleich. Und dann habe ich hier nicht so ein Kuddelmodel, so wie das hier. Macht
das dann bitte weg. Wir haben doch Stahl, ne? Produziere bitte davon ein paar. Damit ich mir hier keinen Kopf mehr machen muss. So, wo ist das Muster? Hier ist das Muster. Euch ersetzen wir und alle, die nicht zum Muster gehören, werden vernichtet. Ah. Small Pole Genozid. Geh weg. So. Oh, da ist auch noch. Genau. Du weg. Oh, das war gerade ein Fließband. Tut mir leid. So. Aber eigentlich wollten wir da Stahl benutzen für die Tanks, ne? Ja, ich darf ihn nicht mal so ablenken lassen. Bitte bau doch mal. Was sind die Tanks jetzt schon wieder? Die wurden alle rumgeschoben. Ist doch gar nicht da. Storage Tanks. Bau davon mal 5 Stück. So, dann klauen wir uns ein paar Batterien und stellen die ersten Lasertürme her. Haben wir genug grüne Chips dabei? Ja, haben wir. Steinzahnräder fehlen. Okay, habe ich eine Pufferkiste gemacht für Steinzahnräder? Ich denke nämlich nicht. Genau, die sind alle nur hier. Dann nutze ich doch mal den Platz hier, den wir glaube ich eh nicht nutzen, das letzte Feld, für eine große Eisenkiste. Große Eisenkiste. Da. So. Und du nimmst bitte und du legst bitte. Und wir begrenzen dich auf 3 Stacks. Und da ich ein ungeduldiger Mensch bin, zumindest manchmal, machst du das bitte mit schnellen rein und schnellen raus, damit es sich schneller hier sammelt. Gut, 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 gut. Okay, das heißt, wir warten hier ganz kurz, klauen uns dann ein paar. Klauen uns einfach jetzt schon die. Nee, wo ist das Schadensding? Laser Turret Damage. Das zuerst. Mitnehmen. Und Lasertürme. 17 Stück. Ja, her damit. Sehr gut. Und sofort an die Front. Ab an die Front damit. Das wäre hier hinten. Da. Das ist unsere Front. Also unsere Hauptfront, würde ich sogar glatt behaupten. Weil wenn sie uns angreifen, werden sie wohl den nächsten Weg nehmen. Oh, ich habe die Bäume vergessen. Wups. Ja, irgendjemand hat hier eine Pistole und Magazine verteilt. Ich habe keine Ahnung, wer sowas machen würde. Da. Ja, gucken wir mal. Ob die da überhaupt rüberkommen. Das können wir leider auch nicht testen, ne? Wir können sie nicht zwingen zu schießen. Ja, ich mache da einfach noch eine Reihe hin und dann ist gut. So. Wie viel haben wir da? 9 Lasertürme. Die hier auf wahrscheinlich nur Medium-Beißer oder große Beißer schießen, die verzweifelt versuchen, durch die Mauern durchzukommen. Das ist okay. Ja, eigentlich hätte ich ganz gerne hier hinten. Ich weiß noch gar nicht, wo kommen die stärkeren Mauern hin? Die sind teuer. Wertvoll. Also würde ich sie ungern nach vorne setzen. Wahrscheinlich eher lieber hinten als letzte Sicherheitsmaßnahme. Muss ich mir nochmal überlegen. Ja, also ich denke nicht, dass ein großer Beißer oder selbst 3 große Beißer nicht zeitig hier durchkommen. Nicht während die ganzen rumpiupiun. Das sollte hier also erstmal sicher sein. Das heißt, wir sollten uns jetzt Sorgen darum machen, dass die Beißer hier unten rumkommen. Wir haben 6 neue Türme. Bauen wir nochmal 2 bitte. Dann machen wir die ganzen Bäume hier weg. Genau. Das craften wir wieder alles um zusammen, die wir noch gleich setzen sollten. Das war ja eigentlich der Plan. Damit die im Westen nicht so viel schnüffeln. Aber, ja. Ich habe mich da irgendwie vom Öl ablenken lassen. So. Stell bitte her 63 davon. Klick, 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 klick. So. Lasertürme. Du kriegst hier schon mal eine Trippelmauer. Einfach nur so. Weil das hier noch zum westlichen Gebiet gehört. So, Lasertürme. Lasertürme. So, 5 Stück hier. Und dann so ein bisschen verteilt jeweils einen. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr. Aber ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Also selbst wenn sie jetzt angreifen würden, würden sie wahrscheinlich hier ankommen oder da ankommen.
Und die Türme müssten reichen, um das kaputt zu schießen. Und wir bekommen dann ein wenig Chitin. Und mit dem Chitin können wir die besseren Mauern bauen. Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt bessere Türme. Und ich würde gerne als nächstes die Electric Furnaces erforschen. Bitteschön. Haben wir noch irgendwas zum Wegschmeißen? Nee. Gut. Was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich mich hier hinten drum kümmern, ne? Ja, die Abzweigung. Also wir bräuchten jetzt noch eine Abzweigung Kupfer und eine Abzweigung Eisen. Also Splitter. Und ich würde gerne die Hotkeys hier fixieren. Das heißt, ich hätte gerne so. Wo ist ein Splitter? Ich habe keine Splitter. Doch, da unten. Das ist schön, dass die jetzt aufblinken. Also, mittlere Maustaste. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Transportbelts. Wir brauchen Untergrundbelts. Wir brauchen das. Wir brauchen normale Kisten. Wir brauchen halbe Ärmchen, normale Ärmchen. Wir brauchen Rohre. Wir brauchen Untergrundrohre. Wir brauchen ganz viele Strommasten. Fabriken nicht unbedingt. Ich will jetzt erstmal nur diese Sachen haben, die wir immer in der Hotkey-Leiste haben müssen. Wir brauchen schnelle Ärmchen. Die tue ich mit zu den Ärmchen hier hin. Wir brauchen rote Ärmchen. Brauchen wir nicht. So, wir hätten 7 Slots frei. Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Oh, und die Radaranlagen. Die waren wichtig. Bapp die mal hier hinten ran. Jeweils an so einen Strommast. Könnte ein bisschen Overkill sein und recht viel Strom verbrauchen. Aber ich will hier up-to-date sein, was hier an Basen auftaucht. Da unten haben sich 4 Basen aneinander gereiht. Das ist sehr komisch. Aber na gut. Und die da würde ich gerne alle setzen. Zong. Ja, das ist wesentlich entspannter, die so zu setzen, als das, was ich vorher gemacht hatte. Du bitte weg. Genau. So. Die wachsen wieder hoch, das ist okay. Strom. So. Und an die hellblauen Tränke denken. Also brauche ich Batterien. Und wo ich denn schon mal da unten bin, kann ich mich auch gleich um die Tanks kümmern. Hier ist mit den... Ah, das puffert sich sehr schön. Guti. Was? Ich wollte mich um die Tanks kümmern und genau, Batterien holen. Wie schaut's da aus? Oh, geht so. Und das Eisenkupfer ist bald alle in einem neu. Ja, das ist auch auf der To-Do-Liste. Also erstmal kurz die Tanks hinsetzen, dann werde ich hier 2 Splitter hinsetzen, dass einmal Eisen, einmal Kupfer, wie auch immer da unten ankommt. Ich glaube, ich werde es diesmal hier oben rumlegen. Weil wenn ich das auch noch hier durch diesen Bottleneck durchquetsche, dann sagt das Eisen irgendwann, nö, es gibt kein Eisen mehr. Ich werde hier so gegängelt, das ist nicht mehr schön. Genau, Eisentanks. Tank. Da. Wir brauchten Tanks für Schwefelsäure. Die bopp ich einfach mal hier hin und verbinde sie. So und so. Sind jetzt verbunden, richtig? Richtig. Wobei sich da nicht wirklich viel staut momentan, aber ich hätte schon mal ganz gerne. Und hier hätte ich gerne auch noch Tanks. Dass ich das da aufstauen kann. Dann noch mehr davon. Nochmal 5, gut. Schweröl staut sich, Leichtöl wird sich nicht stauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem brauchen wir Tanks. Die haben wir bisher gar nicht. Also hätte ich gerne wo Tanks? Ja, mach das hier mal alles weg. Mach da einfach Tanks hin. So. Und damit es einigermaßen begehbar ist, mach mal hier so. Achso, da ist schon einer. Komme ich da durch? Ja, super. Okay. Ist so ein bisschen komisch mit diesem dreieckigen Tankschema hier.
aber sollte sich alles gegenseitig befüllen und wenn da Leichtöl gebraucht wird, wird auch der Tank leer gemacht mit der Zeit. Ja, erstaunt sich echt gar nichts. Ja. Alles Leichtöl wird aber gerade hingebracht, oder? Ja. Warum arbeitet ihr nicht? Weil so viel Leichtöl da ist, wollt ihr mich veräppeln? Ich habe doch gerade Tanks gesetzt.